Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Überraschungspaket von einer lieben Zuschauerin für dich. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich weiß nicht, wer von euch mich vielleicht schon ein bisschen länger verfolgt. Ich habe relativ zu Anfang meiner YouTube-Zeit von der lieben Mrs. X, von der lieben Yvonne, ein wundervolles Paket bekommen, was so viel Unglaublichkeit, so viel Freundlichkeit beinhaltet hat, dass ich einfach baff war. Und das war das berühmte Herzinfarkt-Paket. Und ja, sie hat mich letztens angeschrieben und gefragt, ob sie mir wieder ein Paket schicken darf. Also das andere ist, glaube ich, 2 Jahre oder 3 Jahre sogar schon her. Die ein oder andere Palette, das ein oder andere Produkt befindet sich sogar noch bei mir. Und ja, Yvonne, du bist ein sehr verrückter Mensch. Und ich weiß noch nicht genau, was hier drin ist, aber ich bin sehr guter Dinge, dass du wieder eskaliert bist. Okay, das Ganze startet mit Du bist unglaublich. Das ist eine Karte, die sie mir geschrieben hat. Hallo meine Hübsche, ich wünsche dir viel Spaß damit. Deine Mrs. X drückt dich. Ich drück dich auch ganz lieb zurück. Ja, vielen, vielen Dank. Ich war so gerührt, als ich sie letztens in einem meiner Videos erwähnt habe und da auch nochmal gesagt habe, ja, falls Yvonne dann auch mal, falls Mrs. X dann auch nochmal zuschaut und so weiter, ne, liebe Grüße. Dann kommentiert sie auch und schrieb, natürlich schaue ich dir noch weiter zu. Und ich so, was? Ich habe mich so gefreut. Okay, das Ganze startet hier mit einem kleinen Leckerli für Sammy. Premium Snack Hühnchenfilet, 100% mageres Fleisch im Fleischanteil. Das ist ja mal cool. Wir haben es jetzt 22.24 Uhr. Mr. Wow ist schon im Träumeland. Aber ich stelle das mal neben mich hin. Kann Sammy das demnächst mal naschen. Und also vielen, vielen Dank. Das ist schon mal sehr cool, dass du da auch an Sammy denkst. Genau. So. Ich weiß gar nicht, wie ich... Also, es ist halt, ja, hier so gepackt. Ne? Das sind halt Produkte, die sie verwendet hat und wo sie sagt, nee, das ist nichts für mich. Da hat Claudia bestimmt mehr Spaß mit als ich oder sie hat jemanden, dem sie das geben kann, der oder die da mehr Spaß mit hat, ne? Okay, ich bin ganz baff, muss ich wirklich sagen. Das ist so ein schöner Sephora-Karton, finde ich total klasse. Und ja, auch für den Karton und für die Verpackungsmaterialien vor allem habe ich noch gute Verwendung. Denn letztens hatte meine Kollegin auch auf Arbeit angemerkt, dass wir wieder Verpackungsmaterialien brauchen. Ich habe hier eine Sephora-Tüte mit krassen Sachen. Okay, so, ich starte einfach mal mit diesem Schätzelein. Das ist von MAC. Mega geil. Eyeshadow mal 12 Desert Lightning. Da bin ich ja gespannt. Ich habe mir letztens erst eine Palette von MAC gekauft und die auch so ein bisschen, habe da auch schon ein bisschen mit gespielt und so. Und ja, die sind teuer. Die kosten 50 Euro. Und die sieht ja, du hast die nicht benutzt. Die sieht kaum benutzt aus. Wahnsinn. Die Farbnamen stehen hier auf so einem Einleger mit drin. Das ist eher so eine kühle Palette. Ich bin kein Ultra-Fan von kühlen Paletten, aber das ist eine mega Alltagspalette, wenn ich das so sehe. Weil man hier diese Mattentöne extrem schön verwenden kann, um damit sich einfach eine Base zu machen, die Lidfalte zu vertiefen und hier nochmal so eine extra Vertiefung außen und am unteren Wimpernkranz zu geben. Und dann diese wunderschönen Töne. Was, ey, du gibst die einfach ab. Ich habe sie auch gefragt, ob sie was dafür haben will. Sie wollte kein Geld oder sonst irgendwas, aber sie wird definitiv ein Dankeschön-Paket von mir bekommen. So ist es ja nicht, ne? Wahnsinn, ey, du bist verrückt. Die Verpackung ist übrigens wunderschön, ne? Nur mal so angemerkt, by the way. Dann habe ich hier vorne noch eine kleine Palette von Natasha Denona. Mini Sunset Palette. Oh, die ist so schön. Da habe ich schon so oft drüber nachgedacht, mir die zu bestellen. Du packst mir die einfach rein, ne? Ist die nicht wunderschön? Oh, so eine richtig schön warme Alltagspalette. Eine schöne Palette, die man im Prinzip zu jedem Anlass verwenden kann, ne? Sehr, sehr geil. Und ich mag diese 5er-Paletten von Natasha Denona halt auch sehr gerne, weil die eine gute Qualität haben. Ich möchte sie anfassen. Ich möchte da reinfassen. Oh, der Ton ist sehr pudrig. Ich kann jetzt nicht alles swatchen, weil dann sitzen wir hier wahrscheinlich morgen noch. Ne? Ich habe jetzt einfach mal mir 2 Töne hier rausgesucht. Kann ich hier mal... Oh,
Swatchen. Schön. Wirklich schön. Hammer. Guckt euch das mal an. Echt schön. Und aus der MAC-Palette will ich auch irgendwas anpacken. Ich will es anfassen. Ich kann bei solchen Paketen echt immer kaum glauben, dass ich das behalten darf, ne? Dass es für mich ist. Das ist so, ich mag es kaum annehmen. Das ist so ganz, ganz merkwürdig und irgendwie, weiß ich nicht, so unreal. Wisst ihr, was ich meine? Dass da ein Mensch sitzt, der an mich denkt und der mir so krasse Sachen schenken möchte. Haut mich um. Das sind die beiden Töne. Oh, guckt euch mal diesen Ton an. Den finde ich ja gerade hammerschön, ne? Okay. Oh ja. Könnte ein bisschen strahlender sein, aber ich glaube, mit einer ordentlichen Base drunter knallt der auch echt schön, ne? Guck an. Danke. Wirklich. Ich bin dann immer ganz... Ich werde im Laufe des Videos immer leiser. Ich weiß, es wurde mir auch schon mal kommentiert, immer wenn ich halt so Zuschauerpost-Videos drehe oder so, ne, dass ich immer leiser werde. Ich versuche es mal jetzt auf einer angenehmen Stimmlage zu lassen. Oh, wow. Smashbox und Vlada. Mhm, sagt mir gar nichts. Covershot Petal Metal Eyeshadow Palette. Aha. Kenne ich nicht. Finde ich wunderschön mit diesem Wackelbild hier vorne drauf. Sehr geil. Auch das ist eine eher neutrale Palette. Aber eine schöne Alltagspalette. Das ist ja was, ey. Oh. Auch wieder sehr soft gepresste Töne. Also mit dem Finger rein und du hast hier halt direkt Pigment so drauf, ne? Das kann man sich halt echt gut vorstellen, das einfach so im Alltag mal eben schnell aufzutragen. Oh mein Gott, was ist das für eine Pigmentierung? Das ist ja abartig. Guckt euch das mal an. Das ist ja echt heftig. Das ist Hammer. Also, danke. Geil. Und das passt also vom Farbschema, ne? Sehe ich hier auch wirklich, es ist so ähnlich wie Natasha Denona, aber es ist fast sogar noch ein bisschen metallischer, ein bisschen geiler. Wow. Okay, weiter geht's. Was? Hier haben wir noch eine MAC-Palette. Okay. Mhm. Was ist das? Eyeshadow X15 Cool Neutral. Okay, da muss ich mal schauen. Sie hat auch gesagt, ich darf die natürlich auch, wenn sie mir nicht gefallen oder wenn sie nicht funktionieren, bei mir weitergeben. Ne? Das ist dann auch möglich. Das ist jetzt auch eine kühle Palette. Die sieht sehr, 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 sehr krass aus. Also wenn man halt einfach einen kühlen Look schminken möchte, ist das halt so eine Palette, zu der man greifen kann, ne? Hier habe ich zwei Töne. Wow. Eisig. Eisig, eisig, eisig. Ich glaube auch schöne Töne, die man so im Winter oder wenn man Smoky Eye oder so ein Kram macht, ne? Oder so ein Kram vor allem. Swatch ich hier oben mal. Jetzt hier da auf dem Handballen ist es, glaube ich. Die sind ein bisschen zarter unterwegs. Muss ich erstmal noch ein bisschen mit spielen, die ein bisschen ausprobieren und dann mal mich vorsichtig mit ihr anfreunden. Okay, dann hat sie mir eine Probe reingepackt von Clarin. Ich mag Clarin, die haben sehr schöne Produkte. Organic Oat Sugars. Das ist ein Pröbchen Foundation in der Farbe 110 N Honey. Das könnte passen von der Nummer hier 110 und N wie Neutral. Honey könnte vielleicht ein bisschen dunkel sein, aber zum Ausprobieren kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. So, und Gretel. Ja, ein Pröbchen, das wollte ich immer schon mal ausprobieren. Lead Foundation Light 1.5. Das ist voll meine Farbe. Die kann ich mal ausprobieren, weil mich diese Foundation schon immer so interessiert hat, seitdem die auf dem Markt ist. Ne? Dankeschön, das finde ich richtig geil. Dann haben wir hier noch ein Produkt drin von Estee Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi Recovery Complex. Das sind 7 ml drin. Ich glaube, die habe ich auch schon mal ausprobiert. Die ist halt super hochpreisig. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen, dass ich mich davor scheue, solche Produkte dann auszuprobieren, weil ich denke, naja, wenn sie mir gefallen, dann habe ich ein Problem. Und das ist halt so eine, ja, so ein Nachtserum. Ja, das habe ich auch schon mal aufgebraucht. Das fand ich gut. Fand ich gut. Ja. Leider. Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte
in dieser Estee Lauder Bag, die ich mal letztes Jahr, Ende letzten Jahres gekauft habe, das sogar in Full Size mit drin. Muss ich nochmal gucken. So, dann habe ich hier geil die Urban Decay Naked Cherry Palette. Schon ewig drüber nachgedacht, mir die selber zu bestellen. Als der Urban Decay Ausverkauf in dem Shop war, gab es die nicht mehr. Ich wäre mal zu knickerig, die zu kaufen, ne? Jetzt habe ich sie einfach hier in meinen Händen. Ist das denn der... Was ist denn die Möglichkeit? Das wäre das Wort gewesen, was mir gefehlt hätte, ne? Sie hat mir auch ein paar Sachen geschrieben, die sie aussortieren wollte. Ich swatch meistens Schimmertöne. Okay, das ist ein bisschen krümeliger, das ist bei Urban Decay öfters so. Bei Urban Decay sehe ich auch ein bisschen darüber hinweg, wow, dass wir hier längliche Fändchen haben bei der Qualität, ne? Oh. Du Unglaubliche. Okay, ich swatch es hier mal hin. Hier habe ich eben Foundation geswatcht, deswegen könnte es zu einem abweichenden, wow, Ergebnis führen, aber das sieht ja auch immer schön aus. Da fehlen mir die Worte. Ich kann hier im Prinzip die ganze Zeit auf Dauerschleife Danke sagen und wie geil du bist und wie wundervoll ich dich finde und ne, dass ich das unglaublich und fassbar und einfach, ich kann es kaum glauben, solche Produkte hier auf einmal liegen zu haben, ne? Und einfach so. Okay, was haben wir hier? Die Urban Decay Honey Palette. Ich glaube, die hatte sie mir angekündigt und die wollte ich mir auch immer schon holen. War aber auch zu knickerig. Oh Mann. Das sieht so schön aus, ne? Von der Verpackung her. Hammermäßig. Die hat das auch alles hier ganz vorsichtig gesichert mit Tempos. Tempos werden alle behalten, ne? Da kann ich immer schön Swatches mit entfernen und so. Ist voll super. Und das sind halt so die Töne, die angekündigt waren, was im Prinzip 2021 der Trend überhaupt wird. Nämlich goldene Lidschatten, die dann einfach mit so einem Bronzing-Ton in der Lidfalte verbunden sein sollen und so. Das soll halt so mega trendy sein. Und das findet man halt voll in dieser Palette, ne? Das ist halt so eine typische Palette. Ich möchte gerne einen warmen Augenlook schminken mit Gold dabei. Greifst du zu so einer Palette, ne? Natürlich swatche ich Honey. Ich bin gerade so überwältigt, dass ich diese Produkte hier habe, die ich immer mal wieder dann so auf meiner Wunschliste hatte und überlegt habe. Dann immer wieder mit mir selber rumdiskutiert habe. Brauche ich es nicht? Hin und her, ne? Weil das ist ja auch einfach Kohle, ne? Hart verdiente Kohle, die dann ausgegeben wird und Hammer. So, das ist eine Qualität. Boah, dieser Bronzeton, der ist krass, ne? Der Honey ist ein bisschen schwach auf der Brust, jedenfalls dafür, dass es der Ton aus der Palette sein soll. Aber dieser Bronzeton, der rastet einfach aus. Der sagt ja, moin, hier bin ich. Danke. Ich bin so ehrfürchtig. Ja, das hatte sie mir auch geschrieben, die Imrizi Palette von Anastasia Beverly Hills. Die habe ich tatsächlich selber auch schon. Und ja, die kann ich dann aber in entsprechende Hände weitergeben. Ne? Ist eine schöne Palette. Habe ich diese Woche auch noch das ein oder andere Mal verwendet. Mag ich gerne. Ich finde die sehr, sehr schön. Die ist beautiful, auch vom Packaging her. Dieses Glitzer, ne? Wundervoll. Ja. Mhm. Also, ja. Die ist halt schön, ne? Die ist einfach schön. Da kann man nichts anderes zu sagen. Du hast da dunkle Töne mit dabei. Du hast matte Töne mit dabei. Okay, wir haben New Yorker und OG, die beiden Töne. Die hätte man jetzt nicht beide in der Palette gebraucht, aber sie sind beide schön. Du hast einen leicht schimmernden Setting-Ton dabei. Dieser Ton Barb, ich glaube, das habe ich sogar in einem Schminki mit euch zusammen verwendet. Hammerton, richtig geiler Ton, muss man nur vorsichtig mit umgehen, weil der super krass krümelt. Ich habe eine Freundin, die Barb heißt. Und immer wenn ich die Palette habe, muss ich jetzt, also wenn ich sie in Anwendung habe, ne, muss ich immer an sie denken. Das ist immer sehr
herzerwärmend. Litti ist ein bisschen schwierig, weil das so ein richtig grob glitzernder Ton ist. Der Ton Leo ist auch richtig schön. Und das sind halt diese typischen Anastasia Beverly Hills Lidschatten. Die sind ein bisschen zarter gepresst, sage ich mal. Das heißt, man muss vorsichtig sein, wenn man sich die aufträgt, die Töne. Aber ich mache das meistens, dass ich mir dann den Spiegel halt so mehr oder weniger auf den Tisch lege. Und dann krümelt die ganze Geschichte halt runter. Aber nicht auf meine Base, ne? Genau, also das ist richtig hübsch. Richtig hübsch. Ja, Barb ist echt so ein Hammerton, ne? Der glitzert und schimmert und funkelt und ist ein bisschen holographisch. Und Leo ist halt so ein... Claudia liebt den Türkiston, ist klar. Ja. Oh. Da geht mir einfach das Herz auf. Mir geht das Herz vor allem deswegen auf, weil ich... ne, weiß durch sowas, dass da jemand ist, der an mich denkt, mir ein Paket gepackt hat, sich die Mühe gemacht hat, das Paket auf Reisen gegeben hat. Ne. Es ist immer ganz schwierig, sich dann in solchen Momenten angemessen zu bedanken, finde ich. Ne. Ich bin da immer, ich weiß nicht, ich finde es immer etwas schwierig, aber ich tobe mich da kreativ immer so ein bisschen aus, also... Zieht euch das rein, was wir hier schon an Wert stehen haben. Das ist überwältigend. Okay, jetzt habe ich hier noch ein paar Masken und Probengeschichten, die wir uns mal angucken können. Und zwar habe ich hier einmal von Becker. Geil, das wollte ich immer auch schon mal ausprobiert haben, weil das so eine sehr umstrittene Foundation ist. No Pigment Virtual Foundation, die Becker Zero ist das. Und da ist halt hier diese Probe. Finde ich sehr spektakulär. Ich glaube, Maxim hat gesagt, dass man das super gut als Primer sehen kann. Und Rosa 87 Lee hat die auch aufgetragen. Und ich glaube, dass es echt gut bei ihr ausgesehen hat. Aber es hat halt kein Farbpigment. Ne? Das ist immer ein bisschen schwierig. Finde ich aber cool. Kann ich jetzt ausprobieren. Vielen Dank. Mega. Dann habe ich hier noch drin... Peace Out Acne Serum. Kann ich gut gebrauchen. Reduce the number of and severity of spots and allows skin to look its best. Ja, mit Salicylsäure, Niacinamid und Vitamin C. Das ist auch interessant, ne? Dass wenn ich mal wieder so eine Maske habe oder wie auch immer, hormonell bedingten Ausbruch, kann ich mal dazu greifen. Vielen, vielen Dank. Wenn es mir zu wild wird, gibt es eine Maske. Und zwar von Sephora, eine Tuchmaske. Keine Nudel. Für 5 Minuten, das ist aber super schnell, ne? Da bin ich auch mal gespannt, wie die so funktioniert. Die wird auf jeden Fall seinen Einsatz finden. Coconut Face Mask, Nourishing, also Nourishing und Soothing, also nährend und beruhigend soll die sein. Sehr cool. Und dann habe ich hier noch die Balea Hydrogel Augenpads. Die habe ich auch schon verwendet und fand die auch echt gut. Mit Kaktuswasser und Hyaluron sind die. Sind ja auch so eine Art Dupe zu den Beauty Pads, die es jetzt auch immer wieder da in der Drogerie zu finden gibt. Die mochte ich aber gerne leihen. Die waren ganz gut. Und dann habe ich hier noch eine Probe von Becker's Hero. Richtig cool, kann ich zweimal verwenden, um zu schauen, ob ich das mag oder nicht. Mega. Also, Yvonne, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du an mich denkst. Danke, dass du mir die Treue hältst, dass du so lange schon mit dabei bist. Danke, dass du mich mit so wundervollen Produkten hier versorgt hast und mir so coole Möglichkeiten gegeben hast, Produkte jetzt auch auszuprobieren. Dass du meinen Wahnsinn unterstützt, indem du einfach da bist, indem du mir immer wieder liebe Worte schreibst. Und danke, dass du einfach so ein herzlicher Mensch bist, wie du bist. Von Herzen. Vielen, vielen Dank. Also das ist unglaublich und ich bin sehr gerührt und ja, ich finde es einfach wundervoll. Dankeschön, echt. Ja, und an alle anderen, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!